Hallo und herzlich willkommen zu dieser Bitwig Practice Session. In dieser Folge geht es um den sogenannten Fake Room, also wie ich einen Raum erzeugen kann oder einen Fake Raum erzeugen kann. Aber legen wir doch einfach mal los. So, manchmal möchte man einfach so ein bisschen Raumatmosphäre haben und wenn man natürlich mit dem Mikrofon rumläuft und Raum aufnimmt, dann hat man solche Samples, hat man aber sowas nicht, muss man sich das selber erzeugen. Und das kann dann zum Beispiel so ein dumpfes Grollen oder einfach so ein tiefer Raumsound sein, den man vielleicht kennt, wenn man in so einem Zimmer steht, vielleicht auch in einem leeren Zimmer, alle Fenster und Türen sind zu, aber man hört so dieses dumpfe Rauschen von draußen. So, und ich habe jetzt zum Beispiel hier so einen kleinen Clip hier. Mehr ist das nicht und irgendwie, ich will da so ein dumpfes Rauschen haben. So, jetzt kann ich hingehen und dupliziere mir zum Beispiel jetzt mal diese Drum Machine Spur und stell die mal auf Solo, lösche hier alles, weil ich will hier jetzt einfach nur mal die Kick haben. Und die Kick macht diesen Sound. So, und aus diesem Sound möchte ich jetzt so ein dumpfes, tiefes Grollen erzeugen. Und das mache ich zum Beispiel dadurch, dass ich hier hinten dran noch einen Reverb dran hänge. Und das Reverb mache ich den Late ziemlich weit hoch. Machen wir schön weit. Ne. Dann ist das schon mal schön das Bild ab, damit alles schön durcheinander ist. Dann noch den Kompressor dazu. So, das ist eigentlich schon mal ein ganz schöner Sound. Dann gehe ich hin, mache mir hier eine Spur. Na, so lange brauche ich hier nicht, vielleicht acht. Maximal 8 Takte, denke ich mal. Und setze mir am Anfang hier eine Kick. Die ist jetzt sehr kurz, die muss eigentlich auch nicht länger sein. Aber eigentlich wollte ich schon eine sichtbare Note haben. So. Und die machen wir natürlich maximal laut. Ist er auch. So. Und das Ganze bounce ich jetzt, nicht bounce in place, mache jetzt hier Pre-Fader und er bounced mir jetzt diese Kick. Die Hallfahne ist mir noch so ein bisschen zu klein. Mal den Late Mix komplett aufreißen. Vielleicht wird das dann besser. So, nochmal. Ja, das ist okay. So, dann mache ich hier eine neue Spur auf und hier nehme ich einen Sampler rein und ziehe mir dieses Sample in den Sampler rein. Hätte ich wahrscheinlich auch nur 4 Takte machen können, aber ist jetzt auch egal. Weil im Endeffekt brauche ich davon gar nicht viel. Das hier brauche ich jetzt auch schon nicht mehr. Ich brauche jetzt nur noch den Sampler. So, und jetzt habe ich bei dem Sampler, wenn ich die Transienten nicht mitnehme, habe ich so ein ganz tiefes Grollen hier. Am Anfang habe ich noch so einen Klick. Das mache ich jetzt mit der Attack weg. Und mit der Release gucke ich, dass dieses Grollen dann auch nicht sofort aufhört. So, und das Ganze mache ich jetzt noch so. Ich nehme hier jetzt einfach so einen Bereich raus. Dann schalte ich hier den Vorwärts-Rückwärts-Loop ein. Den muss ich von da hinten wieder hier vorziehen. So. Vielleicht muss ich das Ganze doch noch ein Stückchen hier ranziehen. Den Play-Cursor hier hin. Machen wir das Ganze größer. So, wo ist der Play-Cursor? Kann ich hier mit dem Gain vielleicht nochmal gucken. Bisschen lauter, die Velocity nehme ich ganz weg.
So, die Attack noch ein bisschen hoch, damit das Klicken komplett weg ist. Und jetzt habe ich hier dieses tiefe Grollen. Ich kann jetzt auch natürlich eine andere Taste nehmen. Sollte man natürlich jetzt auch gerade mal Kopfhörer oder eine gute Box am Start haben, damit man das hört. So. Und jetzt kann ich zum Beispiel, wenn ich hier diesen Clip hier spiele, kann ich diesen Raumsound mit reinnehmen. Wenn ich den wegnehme, ist dann schon mal wieder eine klare Struktur. Und ich kann jetzt natürlich auch höhere. Und natürlich kann ich das dann auch mit allen möglichen Effekten nochmal belegen, ich das hier nehme. Dumpfer, dann dröhnt es und drückt es unten ordentlich rum. Oder ich kann auch mit der Resonanz ein bisschen spielen, dass ich da so ein Huibu-Geister und Pfeifen, wie so ein Windpfeifen da drin habe, wenn ich das möchte. So, das war's auch schon. Das war ein sehr relativ kurzes Tutorial. Ich hoffe, ich konnte euch da so ein bisschen helfen, wenn ihr gerade so ein bisschen Raumsound braucht oder irgendwie sowas tiefes, dunkles, drückendes oder so ein Donnergrollen kann man ja damit auch machen, wenn man das noch schön automatisiert. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, drückt das Glöckchen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.